Tschüss, mein Schatz. Hier bin ich gestern das erste Mal langgelaufen. 2021. Und heute dachte ich, nehme ich euch mit. Ich bin barfuß Auto gefahren. Das erste Mal kann ich aber, also würde ich persönlich nicht nochmal machen. Es war aber nur eine winzige Strecke und auch ohne Gefahren. Also ich denke, von Sicherheitsgründen her wäre es besser, auf jeden Fall Schuhe beim Autofahren anzuhaben. Und ich bin aber jetzt ohne Schuhe hier losgelaufen. Ich bin wieder im Parcourspark in Lausen. Und das ist jetzt meine erste Massageschule für 2021. Herrlich. Herrlich. Wo lauft ihr so lang? Und wie geht's mit euch mit dem Barfußlaufen? Und hier haben wir auch gestern Holz gesammelt. Hallo. Ich weiß leider nicht, wie ich das umdingsten kann. Mal schauen, ob hier... Nee, hier ist schon ein Schatten. Schade. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, bevor es wieder weitergeht. Da waren wir nämlich gestern bei dem Bänkchen am Grillen, Geburtstag feiern. Ah, herrlich. So schön. Für meine Füße natürlich schon noch eine kleine Herausforderung. Gestern hatte ich auch schon ein Stachelchen drin, weil es hier überall Brombeeren gibt. Hier sieht man alles voller Brombeeren. Hier ist es halt auch so ganz kalt, nass schon. Da waren wir. Hier waren wir gestern. Da habe ich das erste Mal barfuß mich entschieden, barfuß zu sein. Grüße, barfuß. Da bin ich nochmal. Ja, also, wie ist denn das bei euch mit dem Barfußsein? Wann fangt ihr an? Wie oft geht ihr? Macht ihr es schon jahrelang? Also, ich bin noch kein Experte, aber sobald es irgendwie schön ist und so und die Sonne scheint, dann laufe ich gerne barfuß. Und ja, dieses Jahr werde ich wieder vermehrt barfuß laufen und einfach mal schauen, wie das so ist für meinen Körper, für meinen Fuß, also gerade der rechte halt, ne, wegen Unfall und so. Mal schauen, jetzt spüre ich es sehr stark. Ich bin jetzt 10 Minuten vielleicht hierher gelaufen und davor auch schon so ein bisschen. Mal schauen, wie weit, wie viel Ausruhmomente auch der Fuß braucht. Ja, wenn ihr Fragen habt oder mir Anregungen geben wollt, wo ihr barfuß lauft, was man alles so machen kann, lasst es mich wissen. Ich werde hier im Parcours öfters mal sein, auch barfuß, und werde da vielleicht auch mal so ein bisschen mit Parcours und barfuß mal schauen. Es kommt, wie es kommt. Wir haben uns lieb, ihr Süßen.